Hi, ich bin Yannick Schümann, ich bin Schauspieler und ich spiele den Danny in dem Horizont zu nah. Welche drei Worte, zum Beispiel Adjektive, fallen dir spontan ein, wenn du dem Horizont so nah beschreiben müsstest? Traurig, romantisch und ernsthaft. Und warum genau diese drei? Traurig, weil er einfach sehr traurig ist. Romantisch, weil es ein sehr schöner, großer Liebesfilm ist. Und ernsthaft, weil er ein sehr ernsthaftes Thema behandelt und damit auch sehr ernst umgeht, was ich sehr schön finde. Okay. Und wie hast du dich auf deine Rolle vorbereitet? Das hatte so verschiedene Komponenten. Ja, auf der einen Seite musste ich mich in das Thema reinlesen und habe mich mit der Krankheit, die meine Rolle hat, in den 90er Jahren beschäftigt und dann natürlich auf der anderen Seite die Sportseite, wo ich irgendwie viel für trainiert habe und Kickboxen lernen musste und genau meinen Körper quasi in die Grenzen bringen musste. Das heißt, den Roman kanntest du vorher nicht, sondern wurdest dann erst mit dem Film auf diese Geschichte aufmerksam gemacht, oder? Genau. Ich habe den dann gelesen und ich habe auch die anderen beiden Bücher gelesen. Das ist ja eine Trilogie, die auch die Danny-Trilogie heißt. Und die anderen beiden Bücher sind quasi Prequels. Das zweite Band ist die Vergangenheit meiner Rolle und dritte die Vorgeschichte von meiner Rolle mit einem anderen Charakter. Und die habe ich natürlich gelesen, weil das super Vorbereitung für mich war. Du hast die Trilogie jetzt schon angesprochen. Wärst du denn bereit, wenn der Film jetzt gut läuft, auch noch die anderen beiden Teile zu verfilmen? Den zweiten kann ich nicht verfilmen, weil das die Kindheit meines Charakters irgendwie darstellt. Da ist er 11. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das als Film sehen möchte, weil ich das zu lesen so furchtbar fand, weil der ja viel durchgemacht hat und das muss ich, glaube ich, nicht in Bildern sehen. Der dritte Teil wäre durchaus möglich, also generell wäre es möglich, das zu machen, weil das die Vorgeschichte von mir und Tina ist, die von Lisa Beaufort gespielt wird. Und mal sehen, wie der jetzt läuft. Die Dreharbeiten fanden ja unter anderem in Portugal statt. Mhm. Hat man denn als Schauspieler ansonsten neben den Dreharbeiten noch Zeit, das Land kennenzulernen oder die Leute? Oder fällt man abends einfach nur noch ins Bett und ist froh, wenn man halt zu Hause ist? In Portugal hatten wir gar keine Zeit. Da hatten wir wirklich nur 3 Drehtage, waren irgendwie 4 Tage dort. Und den freien Tag, den wir hatten, haben wir das Plakat geshootet. Da waren wir auch so weit weg vom Schuss. Irgendwie waren wir dann in unserem Hotel und also man fällt abends natürlich auch ins Bett, aber man geht auch mit dem Team essen und man sitzt dann noch in der Hotelbar und versackt da ein bisschen und dann genau, ist man eigentlich ein bisschen zu müde morgens. Wie war die Chemie am Set? Also hast du dich gut mit Luna Wedler und Luise Beaufort verstanden und habt ihr jetzt auch noch Kontakt oder? Ja, es war ganz magisch. Also man sagt, also im besten Fall, weil Arbeitszeit immer Lebenszeit ist, ne? Und im besten Fall sagt man, man dreht mit Freunden. So. Und hier war das wirklich so, dass das fast familiär wurde, weil du bist 2 Monate irgendwo anders. Wir haben jetzt in Köln gedreht und München und Portugal, also dort, wo ich nicht wohne. Und du bist so auf die Menschen angewiesen, weil du die jeden Tag siehst, weil du dann auch im besten Fall abends noch was mit ihnen machst. Und die wurden alle ein Teil meiner Herbst 2018 Familie. Und Luise kannte ich vorher, Luna kannte ich nicht, aber daraus sind enge Freundschaften entstanden. Und man trifft sich auch privat oder updatet sich, weil man einfach natürlich Teil des anderen wurde. Das war sehr schön. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass du es nicht gut findest, auf dein Äußeres reduziert zu werden oder nur als Schönling gesehen zu werden. In dem Horizont so nah spielst du ja im Grunde, ja, habe ich zumindest gelesen. Yeah. Und in dem Horizont so nah spielst du ja im Grunde wieder einen Schönling. Allerdings hat der diesmal Tiefe und darf auch leiden. Fandest du es denn gut, jetzt halt auch mal zu zeigen, dass ja schöne Menschen, von denen man annimmt, dass sie keine Probleme haben oder ein perfektes Leben haben, halt auch schwere Schicksale zu tragen haben? Ja, voll. Ich meine, genau darauf habe ich ja immer gewartet, ja, dass es quasi alles kombinierbar ist und dass man zeigen kann, dass man leidet. Und als ich die Anfrage bekommen habe, war ich so aufgeregt und wollte das unbedingt machen, weil ich wirklich dachte, das ist jetzt die Chance für mich, zu zeigen, dass auch das in mir steckt und dass ich das darstellen kann. Neben der Schauspielerei studierst du ja auch noch. Mhm. Warum hast du dich dazu entschieden, Anglistik und Medienwissenschaften zu studieren oder generell halt zu studieren? Also generell studieren, weil du als Schauspieler bist du immer in der Warteposition. Das heißt, du bist immer passiv. Du kannst nicht aktiv bei Firmen anrufen und sagen, ich will jetzt da bei euch arbeiten. Ja? Das heißt, du wartest auf den Anruf der Agentur. Und das hat mich genervt irgendwann. Und ich wollte nicht zu Hause sitzen und warten. Und dann baust du dir eine Routine auf, weil du sonst irgendwie crazy wirst.
Und ich dachte mir dann, hey, ich kann die Zeit auch nutzen und irgendwas Sinnvolles machen, um meinen Kopf noch weiter herausfordern. Und das war die richtigste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Und Englisch und Medienwissenschaften Englisch, weil ich und dann habe ich nicht überlegt, ich studiere was, weil ich das oder jenes werden möchte, sondern ich studiere jetzt was, was mich jetzt gerade interessiert und wo ich einfach irgendwie Lust habe, in die Uni zu gehen. Und Englisch war mein Lieblingsfach in der Schule. Und ich habe irgendwie in Shakespeare mein Abi geschrieben und habe das total geliebt und lese englische Bücher auch privat und Medienwissenschaften, weil ich das mit einem Freund zusammen machen wollte und habe ihm gesagt, wenn du mit mir studierst, dann darfst du dir das zweitfach aussuchen. Okay. Genau. Was sind denn die Vorteile am Studien- oder Studentenleben und genau, was genießt du sozusagen am meisten? Ich genieße, dass ich eine BVG-Halbjahreskarte habe. Ich genieße, dass ich manchmal 50 Cent weniger zahle. Das macht mich wirklich richtig froh. Ich genieße, dass ich Krankenkasse weniger zahle. Ich genieße die ganze Geldsache. Nein, ich finde es ja, aber es ist einfach das Sinnvollste. Dann kannst du uns jetzt ja noch ein paar Anekdoten erzählen. Hey, warte, lass mich mal überlegen, weil da gab es bestimmt welche. Ich kann euch erzählen, was nicht lustig war, was am Ende hoffentlich ganz gut wirkt, aber ich habe überhaupt nicht Kickboxen gemacht. Mhm. Der Sport und Yannick passt nicht zusammen. Und das war blöd, aber es ist dann gleichzeitig lustig, weil du stehst dann manchmal und denkst, was mache ich, was habe ich eigentlich für einen Job, warum muss ich mich jetzt zwingen, etwas zu tun, was mir keinen Spaß bringt, und ich habe mich da wirklich nicht mit angefreundet. Auch nicht lustig war, dass ich natürlich durch diese ganze Ernährung, die ich bekommen habe von meinem Trainer, gar keinen Spaß hatte und alle Leute irgendwie abends mit ihrem Bier angestoßen haben und ich noch nicht mal Kohlenhydrate gegessen habe und mein Wasser getrunken habe und ich durfte ja auch keinen Saft trinken oder Früchte essen und da hatten wir ein sehr trauriges Leben. Das sind die ganzen nicht schönen Dinge vom Dreh, die aber im Nachhinein noch lustig sind, ne? Und Luna hat mich damit auch mal echt aufgezogen. Mit Luna gab es einfach immer so schöne Momente und wir haben so viel gelacht und es ist sehr anstrengend gewesen, manchmal für andere Beteiligten am Set, weil wir dann nicht mehr aufhören konnten zu lachen und dann musste man uns wirklich auseinanderreißen, damit wir weitermachen konnten, weil wir uns gar nicht mehr angucken konnten. Oder es gibt so eine Szene, da hatte ich total Schiss, da fahre ich mit dem Fahrrad und sie mit dem Inlineskater hinter mir her. Und das war richtig steil und wir waren richtig schnell eigentlich und sie war nicht wirklich sicher auf Inlineskatern. Sie fährt privat keine Inlineskater. Und da musste man irgendwie im Wald bergab fahren und sie packte nur meine Schultern und das hätte echt schief gehen können. Wie würdest du reagieren, wenn dir deine Partnerin sagen würde, dass ihr wahrscheinlich nicht zusammen alt werden könntet, oder was würdest du da unternehmen? Ja, das ist natürlich man hat sich die Frage natürlich gestellt während der Dreharbeiten. Und ich kann dir wirklich nicht sagen, wie ich reagieren würde, aber das Tolle an diesem Film ist ja, dass die Jessica so stark ist und dem Zuschauer zeigen soll und auch mitgeben soll quasi, wenn man den Kinosaal verlässt, dass man für Dinge kämpfen soll, die einem das Herz sagen und manchmal den Verstand ausschalten sollte. Und auch wenn alle Leute sagen, mach's nicht, man selbst fühlt aber, dass es das Richtige ist, dann soll man irgendwie verdammt nochmal dazu stehen und sein Herz entscheiden am Ende. Wir waren schon bei der Sache, dass du als sehr schöner Mann gehandelt wirst im Showbusiness. Was denkst du, wie viel Prozent der Mädels, die ins Kino gehen, gehen nur rein, um dich zu sehen? Keine Ahnung. Alle? Quatsch, ich weiß es nicht. Ich hoffe, sie gehen rein, weil sie den Trailer sehen und den Film irgendwie richtig schön finden. Und den Liebesfilm schön finden. Und auch gleichzeitig in Luna verliebt sind. Oder so sein wollen wie Luna. Weil ich finde, ich glaube, wenn, also selbst ich als Typ, aber wenn ich ein Mädel wäre, würde ich gerne so sein wie Jessica. Richtig cooler Charakter. Ja, ich würde mal behaupten, wir sind gleich lovable. Okay. Bist du denn mit den Filmplakaten zufrieden? Weil ich zum Beispiel muss sagen, dass als ich die Plakate gesehen habe, ich davon ausgegangen bin, dass das so ein 0815 Liebesfilm ist und dann tatsächlich sehr überrascht war, wie viel Tiefe und wie emotional dieser Film dann auch wirklich ist und es halt nicht nur 0815 Liebesfilm ist. Hast du das nach dem Trailer auch noch gedacht? Ich gucke meistens die Trailer nicht, um mich halt vollkommen auf den Film verstehe. Ich weiß, was du meinst, weil ich meine, es ist natürlich ein Nicholas Sparks Plakat, ne? Ich mag einige mehr als andere.
Aber generell bin ich mit dem zufrieden. Ich mag zum Beispiel das letzte total, weil ich das noch nicht gesehen habe. Das, wo wir liegen und das irgendwie vertikal ist. Man muss aber gleichzeitig auch mitbedenken, dass das natürlich hinter so einer Plakatidee eine Maschinerie sitzt an Menschen, die mit Statistiken natürlich versucht auszuwerten, was funktioniert. Ne? Und für die breite Masse funktionieren halt solche Plakate wahrscheinlich besser, die da denken, oh Gott, ein Liebesfilm. Und die werden dann wahrscheinlich überrascht sein, dass es eben nicht nur ein, ich meine, es gibt auch gute Nicholas Sparks-Filme, aber nicht nur ein Liebesfilm ist wie jeder andere, sondern irgendwie ein ernstzunehmender. Und vor allem gibt es ja sowas auch aus dem deutschen Kino nicht wirklich. Das stimmt. War Jessica Koch, also die Autorin des Romans, dann bei den Dreharbeiten auch vor Ort? Oder hat sie euch nur vorher bei der Vorbereitung geholfen? Oder wie war da sozusagen das Verhältnis? Wir haben sie vorher getroffen und sie war einmal am Set und war auch Komparsin. Ich weiß nicht, ob man sie noch sieht. Also vielleicht sieht man sie, wenn man es weiß. Ich weiß nicht, ob sie reingeschnitten wurde oder ob da irgendwie der Fokus auf was anderes gerichtet wurde. Sie saß mit auf der Tribüne beim ersten Kickbox-Kampf. Und dann war sie zweimal zu Besuch da. Genau. Und sie schien mit dem, was sie gesehen hat, zufrieden? Ja, ja, voll. Sie hat auch geschrieben danach, ganz, ganz schön für uns, ne? Weil wir ja irgendwie auch ihre Geschichte auf die Leinwand gebracht haben und das ernst behandeln wollten, dass sie sehr glücklich war mit allem. Was wünschst du dir denn für die Zukunft für dich jetzt? Oder wo können wir dich in nächster Zeit noch sehen? Man kann mich, ja, ich weiß, das kann ich noch nicht sagen. Also ich fange jetzt mit Dreharbeiten an im September, Ende September, und darin kann man mich dann sehen. was anderes ist nicht mehr offen. Ach ja, genau, ich habe Monster Hunter letztes Jahr gedreht im Dezember. Ich weiß nicht, wann der rauskommt. Eine Computerspielverfilmung. Wahrscheinlich 2020 oder mit Sicherheit. Und was ich mir wünsche, ich wünsche mir einfach weitere schöne Rollen, so wie Danny. Danny war schon wirklich eine Traumrolle irgendwie, der mir viel abverlangt hat und ja, für den ich irgendwie einiges tun musste, auch in Vorbereitung. Ja. Also mehr schöne Männer, die Tiefgang haben. Ja, es muss gar nicht nur aufs Aussehen reduziert sein, aber einfach Menschen mit Tiefgang. Und ich habe letztens überlegt, weil mir die Frage oft gestellt wird, was ich mir wünsche, was ich mal jemals drehen wollen würde. Und es ist auch immer, also ich, in einigen Genres, finde ich, hat Deutschland noch irgendwie nachzuholen. Und zum Beispiel, was so Musicalfilme angeht, ja, finde ich, war Das schönste Mädchen der Welt ein super erster Versuch, der extrem geglückt ist für mich, irgendwie Musik mit Film zu verbinden. Aber ich wünsche mir mal so einen Step-Up zu machen. Ich wäre gerne mal so einen Tanzfilm dabei. Und Horrorfilme? Weil zum Beispiel deutsche Horrorfilme sind ja auch ziemlich unterrepräsentiert. Auch. Es ist nämlich auch geil, irgendwie mit Blut verschmiert aus der Maske zu kommen, weil es lustig ist, weil man einfach so zu Hause nicht rumläuft und sich keine Sekunde ernst nehmen kann. Ja, Horrorfilme und Tanzfilme. Okay. Und als abschließende Frage, warum oder was würdest du unseren Zuschauern sagen, warum sie sich diesen Film anschauen sollten? Einmal so ein Appell an die Zuschauer. Ihr solltet Dem Horizont so nah unbedingt sehen, weil das einer der ersten deutschen Liebesfilme ist, die von einer großen ersten Liebe handelt und irgendwie das Herz schmelzen lässt, aber auch gleichzeitig ein sehr, sehr wichtiges Thema anspricht und das einem das Herz zerreißen wird. Und wenn man richtig toll weinen will, könnte man sich den Film mal gucken. Zum Beispiel. Dann danke.